Hey und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Für mich ist heute ein ganz besonderer Tag. Und zwar ist heute der 16. Dezember. Das heißt, es ist 4 Tage vor meinem Geburtstag und 8 Tage vor Weihnachten. Wow, und ich zeig die 4. Aber ich bin super aufgeregt, weil ich bekomme heute meine Zahnspange raus. Ich habe sie jetzt fast 2 Jahre drin. Und es ist einfach so krass, dass ich die jetzt rausbekomme. Ich freue mich einfach mega auf den heutigen Tag, wie das so wird, was da jetzt gemacht wird und vor allem auch, wie lange das dauert und wie ich danach aussehe. Also ich kann meine Gedanken irgendwie noch gar nicht so richtig in Worte fassen, weil ich einfach mega gespannt bin auf diesen ganzen Tag. Ich werde jetzt erstmal frühstücken. Ich habe mir zur Feier des Tages mal wieder Müsli und Apfel und halt Joghurt gemacht und natürlich Kaffee. Was kann es auch anderes sein? Also ich werde das jetzt erstmal essen und dann geht es auch schon los. Aber ich will auf jeden Fall auch nochmal nachfragen, weil ich habe schon ziemlich große Angst vor einem Rezidiv. Also Rezidiv bedeutet halt, dass sich die Zähne wieder in die ursprünglich falsche Zahnfehlstellung zurückverschieben. Und davor habe ich halt extremst Angst. Und deshalb frage ich da halt nochmal nach. Ich bin ein bisschen unter Zeitdruck, weil ich bin eigentlich früh aufgestanden, aber keine Ahnung, was dann passiert ist. Ich werde mich jetzt mal auf den Weg machen und dann geht's auch schon los. Ihr seht hier nochmal meine Vorherzähne, die jetzt richtig gut aufeinander passen. Also ich poste auch noch ein explizites Vorher-Nachher-Bild auf Instagram und so sehen meine Zähne heute jetzt aus. Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden und denke, dass das gut aussehen wird, gleich wenn die Spange raus ist. Und oh Leute, ich freue mich so, so doll einfach. Oh, ich bin jetzt im Fahrstuhl und gleich bin ich da, also dann geht's los! I can't wait! Oh. Ich habe mir jetzt das erste Essen gekauft, was ich jetzt ohne Zahnspange essen werde. Und zwar eine Laugenbrezel. Ich bin mega gespannt, wie das laufen wird. Und jetzt gehe ich erstmal noch Geschenke einkaufen. Gerade voll sentimental, aber ich realisiere einfach gerade, was das für eine riesen Baustelle ist, die ich gerade in meinem Leben dadurch abgeschlossen habe. Ich zeige euch gleich auch noch eine Nahaufnahme und erzähle euch alles weitere, aber ich kann das gerade ehrlich gesagt noch nicht in Worte fassen. Ich bin so begeistert einfach darüber, dass ich das jetzt fertig habe und halt nur noch zu Kontrollterminen hin muss. Mir wurde 2-mal der Kiefer gebrochen. Ich bin 2-mal dabei fast draufgegangen, weil ich halt noch andere Operationen dann hatte und das ist gerade einfach so. Ich saß hier gerade einfach und habe nur geweint, weil ich war so glücklich einfach darüber, dass ich das jetzt endlich mal fertig habe und es ist so ein anderes Gefühl einfach und ich habe heute jeden Spiegel mitgenommen und gucke mich gerade hier auch selber die ganze Zeit an, weil es ist einfach so, so surreal und ich komme immer noch nicht darauf klar, dass es jetzt endlich, es ist endlich geschafft und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich ich bin und wie stolz auch teilweise auf mich selber. So, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Schmerzen ich hatte, weil gerade meine erste OP halt auch schief gegangen ist und es ist einfach, es ist so ein unglaublich schönes Gefühl, jetzt endlich diese Spange rauszuhaben und oh Gott, Leute, ey, ja, ich bin wirklich, ich kann das, ich realisiere das immer noch nicht einfach, dass es jetzt endlich so weit ist und dass ich es geschafft habe. So, der Weg war einfach so hart. Und mich ärgert es einfach mega, dass meine Mundwinkel so rot sind und meine ganzen Zähne noch so gelb, weil ich muss noch zur Zahnreinigung und meine Lippen sind heute beim Kieferorthopäden total rissig geworden und trocken, weil ich halt die ganze Zeit meinen Mund so aufreißen musste, generell die Spange rausmachen. Ich habe es mir schöner vorgestellt, also nicht so schlimm, wie es jetzt schlussendlich war. Denn ich musste einfach die ganze Zeit meinen Mund aufhalten und
Ja, das war sehr anstrengend und es tat auch weh, muss ich dazu sagen. Also, wenn euch die Spange rausgemacht wird oder generell, wenn die euch schon mal rausgemacht wurde, dann wisst ihr, wie es ist. Aber es ist nicht so angenehm. Aber das Endergebnis, finde ich, kann sich sehen lassen. Ich versuche euch das hier gerade in dem besten Blickwinkel einzubauen. Es ist so rot einfach. Oh mein Gott. Ich habe da schon Creme drauf gemacht, aber das ist einfach furchtbar, weil ich halt die ganze Zeit meinen Mund da so aufreißen musste. Da haben wir noch Fotos gemacht. Oh mein Gott, wir haben da Fotos gemacht. Vorher-Nachher-Fotos. Und die Fotos werde ich euch auf jeden Fall hier auch nochmal in einem separaten Video zeigen. Da werde ich so einen direkten Vorher-Nachher-Vergleich machen mit alten Bildern. Wenn ihr da Lust drauf habt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal. Dann verpasst ihr das Video nämlich nicht und werdet benachrichtigt, sobald ich das hochlade. Ich werde jetzt nächste Woche meine Unterlagen da anfordern und dann geht es auch schon los. Oh, Leute, ich bin wirklich. Das war ja gerade hier Stimmungstausch Level 1000. Erst so geweint und dann. Jetzt bin ich einfach nur glücklich. Ich habe eigentlich keine Stimmungsschwankungen, sondern bin eigentlich immer glücklich. Aber gerade war es so, das hat mich nochmal an alles erinnert, was ich im Krankenhaus erlebt habe und an diese Scheißtage, sage ich. Es waren einfach Scheißtage und deshalb. Es ist gerade so emin. Ah! Wenn ich dann jetzt noch bei der Zahnreinigung war und die so richtig schön glänzen, dann. Ta! Oh mein Gott, ich can't get over it. Ich habe übrigens jetzt hinten und hinten. Ja. Ich habe übrigens hinten, oben und unten jetzt einen Retainer, der die Zähne halt noch hält und bekomme übermorgen doch so eine Spange für nachts. Ja, und dann wird sich das mit der Zeit immer reduzieren, wie oft ich die tragen muss. Aber jetzt am Anfang, boah, Leute, ich trage die jede Nacht, meinetwegen, damit das so bleibt. Ich werde euch ein Update geben, wie es wirklich dann mit der Spange ist. Aber ich will einfach, dass das Ergebnis so bleibt. Ich muss gleich auch erstmal nochmal meine Logopädin anrufen, weil ich bei der dann noch einen Termin habe. Ey, mich regt das so auch in deinem Mundwinkel. Was ist das? Ich habe noch nie so rote Mundwinkel. Und muss halt noch einen Termin bei der abmachen, weil ich bei der noch so Sprachübungen habe. Wenn ihr eine Spange habt, dann geht auf jeden Fall mal zur Logopädin oder fragt euren Kieferorthopäden, ob ihr Logopädie braucht. Die sagen meistens nein, aber eigentlich braucht man Logopädie. Das ist so mein Tipp für euch. Denn wenn ihr schiefe Zähne habt, gerade mit einem offenen Biss, also ich kann das jetzt gar nicht mehr machen, weil ich früher einen offenen Biss hatte, aber der ist jetzt zu. Ja, yes. Oh mein Gott, ich kann es nicht fassen, Leute. Ich war noch nie so perplex, glaube ich, aber can't get over it, Alter. Es ist so, I'm so happy. Oh mein Gott, ich hoffe, wenn ihr eine Spange habt, dass ihr die bald auch rausbekommt, denn das ist so ein krasses Gefühl. Vor allem für euch wird das jetzt auch anders sein, wenn ihr mich so seht, weil ich sehe ja. Ich sehe schon anders aus. Die Leute in der Uni meinten auch so, oh, ist deine Spange raus? Und ich war so, ja. Und dann war ich erstmal so voll perplex, weil dann gucken natürlich alle auf deine Zähne und du bist so, oh, ich beobachtet. Hallo. Ja, aber es ist so ein Wahnsinnsgefühl. Leute, das ist das beste Weihnachtsgeschenk, glaube ich. Vor allem die roten Mundwinkel. Ich habe mir gerade auch noch was zu essen gemacht. Und zwar gab es Reibeplätzchen. Und davor hatte ich ja die Brezel. Ich kann euch sagen, es war sehr lecker. Konnte ich auch gut essen. Und ich hatte endlich mal keine Essensreste zwischen der Zahnspange, weil die ist jetzt weg. Das ist so entspannt eigentlich, wenn man dann halt nicht mehr so die ganze Zeit darauf achten muss. So, okay, habe ich jetzt hier noch was zwischen den Zähnen und da und ist da alles okay? Und oh, da ist noch was. Das ist aber jetzt peinlich. Das ist so viel entspannter. Ihr könnt es euch nicht, doch, ihr könnt es euch vorstellen, wenn ihr halt keine Spange habt, was so der Normalfall ist. Aber ich bin, oh mein Gott. Ich wollte euch aber noch erzählen, wie es generell ist, die Spange rauszumachen. Und zwar, ey, also mein Kieferorthopäde hat einfach so angefangen und hat dann so alles runtergerissen, außer halt vorne noch nicht. Aber es tat schon so weh. Deshalb, ja, es ist halt dann kurz unangenehm, aber dann war es vollkommen okay. Dann hat eine Helferin, sage ich jetzt mal, die ganzen Klebereste abgemacht, hat generell nochmal alles drüber poliert und so. Und es hat einfach 3 Stunden gedauert, ehe ich dann wieder in der Uni war.
Da mussten wir noch Abdrücke machen, haben Fotos gemacht, haben ein neues Röntgenbild gemacht und jetzt bin ich erstmal fresh. Ich hoffe, dass ich Mittwoch halt, wie gesagt, die Unterlagen bekomme und dann kann ich direkt das andere Video drehen und das ist einfach so... ich könnte es immer noch nicht realisieren. Es ist so... ich komme darauf einfach nicht klar, Leute. Es tut mir leid, dass ich die ganze Zeit hier hingucke. What's wrong with me? Oh mein Gott. Ja, that's me. Ich kann euch ein Seitenprofil aufnehmen. Hallo? Und dann nochmal die andere Seite. So, oder? Tada! Achtet bitte auf meine schönen Mundwinkel, die komplett außer Kontrolle geraten sind heute da. Und beim Abdruck, mein Abdruck, kennt ihr das? Kennt ihr das, wenn bei euch Abdrücke gemacht werden und dann mal so kommt, oh, da ist jetzt ein Loch drin und oh, der ist jetzt nicht gut geworden, den müssen wir nochmal machen. Bei mir wurden heute 5 Abdrücke gemacht, weil oben einmal verkackt und unten zweimal verkackt wurde. Beziehungsweise ich bin der nicht böse oder so, ich kam halt nur zu spät zur Vorlesung. Aber es war okay, die war nett und hat das gut gemacht und jetzt... ich baue heute nur Mist. Ja, also ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich werde bald ein Update zu meinem Mund, zu meinen Zähnen posten. Und wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Es kommen auch ganz normale Videos auf meinem Kanal. Also wenn du die noch nicht angeguckt hast, ich habe sehr viele Videos zu meinen OPs und zur Zahnspange generell gemacht. Die kannst du dir gerne angucken und ich kann auch gerne ein Video dazu machen zur Logopädie, weil das bestimmt einige interessieren wird, die noch keine Logopädie haben und das eigentlich bräuchten, denn das ist essentiell wichtig. Bei einer Zahnspange habe ich jetzt erst erfahren, als ich hier nach Stuttgart hergezogen bin und seitdem bin ich halt da. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!